Mensch. Guck mal an, der Kameramann ist schon da. Das geht ja schneller, wie man gucken kann. Pünktlich wie die Maurer schon. Unglaublich. Ja. Wir haben heute mal was ganz anderes vor. Ich sag Moin. Ich sag auch Moin. Habe ich vergessen, ne? Hm. Jungs und Mädels. Nee, wir haben heute einen Spezialauftrag. Künstlerische Arbeiten müssen wir erfüllen. Und wir haben schon eine Zeichnung gemacht. Ich habe noch eine Vorstellung. Das ist ja ein Auftrag von seinem Arbeitskollegen, dessen Mutter. Genau. Meine Mutter. Seine Mutter. Ja, wenn die Mutter das jetzt sieht, ne, dann kann sie mal sehen, wie viel Arbeit das ist, was wir hier leisten. Ganz in echt. Ja. Das werde ich auch sagen. Sie soll sich den mal lieber angucken. Da haben wir zumindest einen Klick. Ja, die kann sich das nämlich mal angucken. Ja. Deswegen haben wir gesagt, das muss auch verfilmt werden. Davon sollen wir jetzt zwei Stück bauen. Die sind 1,70 Meter hoch. 75 breit. Und 75 breit. Und das sind so Windschützer werden die. Und die steckt man so in die Erde, in den Garten. Und da haben wir gedacht, wir machen hier so kleine Muster rein. Und diese Muster, das werden keine richtigen Muster, sondern das werden kleine Explosionen. Wir brennen hier so Löcher rein. Dann lassen wir diese Löcher so ein bisschen aufklaffen. Wie eine Explosion, als ob da eine Granate durchgeschossen ist. Das sieht bestimmt richtig geil aus. Ja. Und dann noch hier so nebenbei kleine Löcher. Hier brennen wir das so ein bisschen gezackt aus, Rüben, damit das nicht so schier aussieht. Und vielleicht machen wir an den ein oder anderen Explosionsecken eine Kugel? Kugeln ran. Mal sehen. Oder was wir hier so da finden. Das ist ja mal ein Kunstschrottplatz. Hey, was ist das denn? Sollen wir das als Rückseite nehmen oder kriegen wir das hier weg? Wir können ja umdrehen. Ja, das rostet ja weg. Aber ist jetzt für die Ansicht besser, ne? Ja. Ja. Schön. Guck mal, hier sieht man noch die Anlauffarben vom Walzen. Ja. Das ist ja eigentlich ein glühendes Stück Eisen gewesen. Dann zieht man das so durch so Walzen durch. Und das war so dick bestimmt, ne? Wer hat denn hier schon was hingemalt? Was steht hier? Hauke. Hauke. Das ist mein Arbeitskollege. Ah. Hast du gut organisiert, Hauke. Mhm. Und weißt du, wie seine Mutter heißt? Hauken. Nee, Heike. Heike. Ah. Mhm. Ja, Heike. Ne, lass dich überraschen. Ja, sie sieht das ja. Also hier würde ich erstmal vorsagen, jetzt ist hier oben. Ne? Das legen wir jetzt fest. Genau. Und hier kommen ja noch diese Rundstäbe ran. Ich hol mal die Rundstäbe. Ja. Und hier machen wir mal so eine Zacken rein. So. Hier auch mal ruhig gerade und dann wieder so. Das sieht schon sehr gut aus. Da ist unten. Ja. Nee, das stimmt. Das ist gut hier. Ja. Weil eben habe ich mich verzeichnet. Das ist schon sehr gut geworden hier. Also das ist richtig gut. Du, mach das mal. Das ist ganz schwierig. Du. Das so hinzuzeichnen oder auszubrennen? Ja, nein, auszubrennen ist kein Thema. Ich bin immer wieder fasziniert. Also, wollen wir denn die hier ist jetzt gerade lassen wir, ne? Unten, ne? Nee, du kannst auch, wir können die ja theoretisch auch so anschweißen, ne? Ja, die können wir lieber denn so anschweißen. Ja. Dann kann ich hier noch ein bisschen rumbrennen, ne? Ja. Das sieht immer, so viel will ich aber gar nicht. Ihr dürft euch da immer nicht verwundern. Also das ist auch nicht richtig. Das sieht immer so aus, dieses Zeichnen, so ganz einfach. Ich kann da auch was hinzeichnen, ich kann auch was ausbrennen. Aber es sieht immer aus, als wenn... Ja, das ist... Komischerweise, ist, ja. Ich sehe das ja selber, wenn es nicht gut ist. Und das gefällt mir sehr gut. Heike, gefällt dir das auch? Ich muss mal erstmal hier. Der Künstler braucht Ruhe. Ja, ist wirklich. Hol mal lieber noch mal ein Bier. Kann man mir ein Bier hinstellen? Ich muss mich inspirieren. Mit dem Bier? Ja. Geht immer gut. Halt mal mein Bier. Ich hol mal ein Bier.
Ja. Der muss länger noch. Und der muss er nicht so zeigen, sondern so zeigen. So. Und der muss nicht so tief. Nee. Ja. Wo ist das Bier denn? Ich wollte dich nicht stören. Ach. Du warst gerade hier so. Ja, das war echt schwierig. Ich schwitze richtig, du. Das soll ich. Ich habe jetzt keinen Lappen da, soll ich tropfen? Ja, wirklich. Ich bin immer wieder begeistert. Am Ende sieht es ja auch noch ein bisschen anders aus, wenn du es gebrannt hast. Ja. Na? Wir können ja auch einen gleichen Schrägbrand machen, aber machen wir nicht gerade, glaube ich. Gerade, ne? Bei so dünnen ist schräg. Ist es schwierig, ja. Ja. Macht auch wenig Sinn, also hier, ne? Hier gehen wir gerade wieder runter. Ja. So. Hier bleibe ich gerade. Selbst wenn er das gleich anzeichnet, werden sie nicht gleich. Nein. Das wäre das erste Mal, dass du Zwillinge baust. Hier ist das Bier. Da lässt er die Kreide fallen. Wenn ich das Bier sehe, ja. Oh, das sieht schon gut aus. Und oben kommen die beiden Kugeln hin. Ja. Die großen. Ja. Prost. Nee, 3. 2. 1. Oh, ich war aber schnell, wa? Ja, ich war zu langsam. Aber das ist die erste Platte und dann. Jetzt kommen ja unsere Explosionen da rein. Sollen wir erstmal eine bauen? Mal sehen, wie das aussieht, ne? Ja, zur Not kann er ja noch eine Platte kaufen. Nee, aber jetzt machen wir hier oben mal eine Explosion rein. Das muss so geschnitten werden. Ruhig auch weit. Und dann hier noch ein, so. Ach so, ungleich lang, ja. Ja. Oh, das geht aber auch so. Fertig. Und wir müssen das hier umdrehen. Ja. So, jetzt machen wir einen ohne Kreis, ne? Ja. Wo kommt der hin? Hier kommen so kleine Löcher hin. Und dann kommt der hier hin jetzt. So auch, ne? Auch ruhig so groß, ne? Ja, und auftreiben können wir den ja kleiner, nur geschnitten groß. Ja. Und die müssen wir dann so umbiegen, die kleinen. Also der könnte ruhig noch hier noch einen Strich haben, wenn wir die Dreiecke kleiner werden. Ja. Ne? Dann lässt sich das auch leichter biegen. So müssen wir den mal schneiden. Ne? Sollen wir umdrehen? Mhm. Weil, müsste man ihn ja hier, damit er hier nicht ganz biegt, hier warm machen. Da warm machen, ja. Ja. Besser, ne? Also hier müssen wir den noch warm machen. Soll ich insgesamt mal mehr warm machen? Ja, damit er runter wird. Die werden wir wirklich hier.
ist sie komplett warm. Du fliegst ja da, wo du ihn haben willst, ne? Ja. Geh doch mal hier ran. Das reicht nicht. Den nochmal hier. Ah, den hast du schon. Hast du schon, ja. Gar nicht nach Zeichnung. Nein. Aber ich finde die auch, die müssen gar nicht so groß sein. Aber sie sind ungefähr genau so, wie du gezeichnet hast. Ja. Ein bisschen kleiner, ne? So. Dann machen wir das, wenn man ja nicht so unstabil wird, machen wir immer. Ja, sonst flattert er ja raus. Ja. Dann müsst ihr ja eigentlich so rüber. Dürfen müsstest du eigentlich unterbrechen, ne? Ja, mach mal Striche dahin, genau. Dann höre ich da auf, ne? So, ne? Ja. Hier auch? Ja. So durch oder so durch? Ja, so, ne? Oh, der sieht richtig cool aus. Ich könnte auch so Zahnräder ausschneiden, wenn du mal eine andere Übersetzung brauchst. Ja, genau, das können wir so machen. Ja. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Das ist doch gut, ne? Oh, das sieht gut aus. Mhm. Ja, aber wenn das weg wäre, dann wäre der so. Ja, ich könnte die noch ein bisschen länger machen hier, oder? So, dass man das. So, ne? Ja, braucht ja nur ein ganz bisschen Halt, ne? Das sieht gut aus, so. Hier nochmal. So, und jetzt. Machen wir hier nochmal so ein. Kannst du so auch ein AF schreiben? Ja. Machen wir nachher, ne? Ja. Das lassen wir so. Ja. Ich finde die gar nicht schlimm, wenn die jetzt drin sind. Nee. Nee, und da sind die auch nicht. Die Frage ist ja, ob die auf Dauer halten. Boah, die fallen raus irgendwann. Sieht besser aus mit Löchern drin. Ne? Mhm. Bin gespannt, wenn er nachher so steht. Ja. Das ist schön. Und überall so kleine Löcher noch. Aber viel mehr brauchen wir nachher ja auch gar nicht, ne? Doch schon gut so. Und dann machen wir, biegen wir ihn hier so, ne? Ja. Thank you.
Das ist doch gut, ne? Auf alle Fälle. Und dann machen wir hier noch 3-4 Löcher rein und dann ist das gut. Ja, hier so. Das kannst du, so brennst das aus? Nein, das soll Löcher werden. Ach so. Künstler sind so, weißt du? Ich sehe das schon ankommen. Nachher ist das ein einziges Loch. Hier gibt man noch mal die Kreide. Ja. Und die Schnecke muss noch vollendet werden. So muss das. Soll man das so ausschneiden? Das Ding da jetzt schon rostig ist, das sieht, glaube ich, richtig geil aus. Ja. Schön, oh. Geil. Das ist doch klasse geworden. Das bei der anderen machen wir die Schnecke einmal ganz oben, die große. Hin. Ja. Würde ich gut finden. Weil die sieht toll aus, die Schnecke. Ich mach den großen Bums auch ganz. Den da? Ja, den finde ich auch gut. Ich dachte, am Anfang war das zu groß, aber irgendwie passt er da rein. Ja. Bin das jetzt mit der Kugel noch? Ja. Ein ganzes Loch. Mal was anderes, ne? Mhm. Du machst auch bei jedem Kreidestrich, wo du was gemacht hast, machst du jetzt? Habe ich ja so angeordnet hier. Du musst ja da auch. Ja. So. Ah, oh, hab ich gar nicht gesehen. Wir hängen die Jacke drüber. Geil. Ich würde sagen, den lassen wir jetzt so. Mehr muss man noch nicht machen, ne? Nee. Sollen wir den mal hinstellen? Ja. Nee, wir können ihn eigentlich gleich rüberschleppen jetzt hin. Ja, aber einmal hinstellen und gucken, wie er aussieht, wenn er unten steht. Ja, das sieht geil aus, wenn das Licht da durchscheint. Toll. Aber so ist er noch ganz schön flatterig, ne? Ja, wir machen das mit den Stäben. So, wolltest du hier oben noch eine Kugel, oder? Ja, machen wir drüben. Machen wir drüben, ne? Ja. Der ist jetzt fertig, der kommt jetzt noch drüben. Ja. Weißt du, was wir mit der Kugel machen? Wir bohren ein Loch durch, dann dreht die sich hier drin. Da an dem Loch. Weißt du? Ja. Macht zwar keinen Sinn, aber ist geil. Das ist echt gut. Da kann man da dran drehen. Ja. Eine Drehkugel. Ich bohre da mal ein Loch rein. Jetzt guck mal. Geil. Denn Eier, die auch noch so geil. Hm.
Nicht genau über die so, ne? Ja, ja. Doch, die muss ja mittig rein. Ja, aber dann fällt sie runter. Ah. Die muss ja gerade stehen. So, zu dem Winkel, ja. Zu dem. Und das macht ja nichts. Das ist hier die Zeitverschiebung. Wobei ja. Wir hier und da einen Schweißpunkt drauf machen können. Wir nachher machen. Das ja. Machen wir auch. Ne? Boah, ist das geil, du. Wir können die doch mal dran drehen, wenn die Langeweile haben, weißt du? Ich will mal gucken, wie weit er rausguckt. Geil. So, der ist an. Und dann hier nochmal. Und dann hier, bisschen darüber ist noch so, so gut, ne? Ja. Aber dann mach hier mal einen Punkt. Da. Ne? Na? Hat er einen Anschlag? Da hat einen Anschlag. Das ich auch mal? Ja. Ein Punkt. Gib mir Kabel. Guck mal, jetzt hat er ein bisschen Spiel. Geil. So. Er schweißt es an, man sieht es kaum. Lass uns lieber noch ein Nied reinhauen. So, und jetzt kommt die. Ach, da hast du jetzt wegen dem Loch hast du ein Problem, oder? Ja, nee, wenn wir den jetzt so. Nee, so ist doch gut. So ranmachen? Ja. Wo ist es denn? Da. Ich drück die dann auch schön gegen. Machen wir. Erstmal da ganz hinten, ne? Ich mach mal hier jetzt mal. Hat er? Ja. So, machst du hier? Schraubzwinge oder geht so? Nee, geht so. Hände wie Schraubzwingen. Hat er, ne? So, jetzt muss der hier ein bisschen hoch, so. Bist du den noch ab und zu da auch noch mal jetzt? Ja, ich mache hier so wechselseitig. Ja. Den hier anfummeln. Ja. Und da wolltest du ihn einmal umdrehen? Oder wie wollen wir das ja, machen? Den können wir den schön so längs schweißen, ist er fertig, ne? Oh. Boah, der ist schon schön stabil so. Mhm. Pass mal auf, Andi. Kann ich da irgendwo hängen bleiben? Ja, da. Da. Pass auf, da, hier, da, da. Da. Ja, geht. Da. Hast du? Ja, ich hab ihn. Oh, der fällt aber ab hier. Kann er ja ruhig. Ich wollte ihn da. Hm, ja. So, 1,27,5 von oben. Ich will hier einmal einen Strich machen. Und da halten wir ihn dran. Hier. Ungefähr so diese Höhe. Ist ja nur, dass wir ungefähr so. Ja, ja. Das ist von der Lochtiefe, ne? Ja, dass es von hinten gleich aussieht. Machst du mal Masse ran? Ja, kann ich machen. So, dann ist das fertig, dann stellen wir das da gegen den Laster. Ja. Oh, den können wir aber nicht so gut hinlegen. Die Spirale. Och, die drückt sich dann ein bisschen platt, die können wir dann wieder rausziehen.
Warte. Ja. Geil. Sehr schön. Ja, wenn das mal nicht gelungen ist. Sollen wir da auch noch eine Kugel hin machen? Nee. Jetzt sind wir auf mit den Kugeln. Es ist genug gekugelt hier. Kugel sich hier einen ab. Nee, das ist alles gut jetzt. Ich glaube, wir sind durch. Echt jetzt? Mhm. Sollen wir den zu den anderen stecken? Mal gucken, wie das aussieht, ne? Können wir machen. Müssen wir die noch abschneiden auf... Auf Länge? Länge? Ich guck mal. Oh, da. Da ist ein. Hier ist auch eine. Mhm. Aber ich nehme lieber diesen. 77 ungefähr. 73. 72. Hätte ich jetzt geschätzt. So, dann müssen wir 5 cm. Ja. 5 cm geht. Das machen wir so. Das bleibt das so. Das verkaufen wir jetzt so. Gut. Passt ja fast von der Höhe. Ja, endlich fertig. Hat doch ganz schön gedauert, ne? Ja. Ja, wenn man so Vorstellungen hat, wie was werden soll, allein so ein Teil da auszuarbeiten, dauert ja eben, ne? Ja. Aber mit dem Bauen kommen ja die Ideen und dann dauert das eben länger. Ist halt so, ne? Ja. Learning by doing. Mhm. Na? Das sollte einfach nur so ein flaches Blech werden. Und jetzt ist das einfach eben anders geworden. Ja. Und wenn man die Ideen so hat, dann muss man das auch machen. Finde ich total gut. Das wird denen wohl schon gefallen. Ja. Es ist jetzt noch ein bisschen blank, ne? Aber dagegen können wir nichts machen, wenn man neues Blech hat. Nee, das stimmt. Ne? Rostig. Das wirkt nachher richtig schön, wenn das rostig ist. Genau. Sieht das gut aus. Ne? Ja. Komm, wir trinken noch mal drauf auf den schönen Feierabend. Ne? Ja, war ein langer Tag, ne? War ein langer Tag. Das sag ich dir. So. Wir machen Feierabend. Ich hoffe, auch mal sowas hat euch gefallen. Muss ja auch mal sein. Wir brauchen auch mal Abwechslung. Wir können nicht immer Moped schrauben und Auto schrauben. Auch mal sowas. Weil das macht auch total Spaß, sowas. Ja, ich mach das gerne. Ja. Ich habe das ja immer mein Leben lang schon gemacht. Immer so mit Eisen, ja. Kunst und so. Ne? Der Riese war am schönsten, das zu bauen. Das glaube ich. 3, 2, 1. Da konntest du nichts für, du hattest gedrückt. Ja, Spielzündung. Wobei du deine Bank da draußen ja auch gebaut hast. Mhm. Alles auf Schrott. Mhm. Ja, wenn man das so sieht, das ist alles aus Eisen hier. Und das, sogar das Schild hier. Mit den Vögeln drauf. Mhm. Mhm. Wir sagen jetzt auf alle Fälle erstmal mhm. Prost. Und tschüss.